So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir rübergehen, ihr seht es wahrscheinlich so schon. Meine V-Bucks sind immer noch bei 6000 V-Bucks und da ist irgendwie ein neuer Skin. Erstmal liebe Grüße raus an Zampal. Vielen, vielen, vielen Dank für den Skin. Einfach mal so über Nacht geschenkt bekommen. Also ohne Quatsch, euer Support ist echt. Ich weiß bald nicht mehr, wie oft ich schon Danke gesagt habe oder wie oft ich noch Danke sagen werde. Aber der Anstand verlangt es halt. So, wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop. Ich habe schon gesehen, es hat sich ein bisschen was geändert. Das hier ist der Shop. Ja, ihr seht richtig, mehr ist es nicht. Also diesmal ganz, ganz, ganz oldschool, minimalistischer Itemshop. Wundert mich eigentlich, weil ich habe schon gedacht, ein bisschen was lassen sie länger drin. Aber wie ihr seht, es ist so gut wie alles raus, beziehungsweise es ist alles raus. Alle Angebote sind raus. Also ich hätte schon gedacht, dass die anderen Skins noch drin bleiben. So, wir gehen direkt mal rein. Und was sehen wir hier? Genau, wir sehen Zero. Der Skin hat mir Anfang der Season richtig gut gefallen, aber ich bin offen und ehrlich, ich habe ihn nicht lange gespielt. Also jetzt denke ich mir zurück, könnt ihr mir vielleicht die 2000 V-Bucks wiedergeben? Ich habe mit dem Skin, wenn es hochkommt, 5 Runden, 10 Runden. Mehr habe ich definitiv mit dem Skin nicht gespielt. Aber er ist trotzdem nice, aber ja, das war halt so neue Season. Ja, kommen zu neue 2000 V-Bucks Skin, da musst du zuschlagen. Aber wie gesagt, da muss jeder selber entscheiden, was er da tut. Dann, wenn ihr euch das Ganze aber gönnt, vergesst bitte nicht, meinen Creator Code einzutragen: YT-FamilyHack. Diesmal sage ich das Ganze ein bisschen am Anfang. Warum? Genau, neuer Battle Pass kommt. Und ihr wisst ja, Support ist kein Mord oder auch für manch anderen einfach nur ihr Sport. Und deshalb bitte Creator Code eintragen: YT-FamilyHack. Dann vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Ich kenne euch Pappnasen, ihr vergesst das ja gerne. Also gehen wir mal direkt weiter in den Shop. Was haben wir noch drin? Genau, 0 Punkt. Eine nette Tarnung, aber wie ihr seht, ich selber habe sie mir damals dann auch nicht geholt. Lol, das war natürlich wieder der Fail des Tages. Aber ich glaube, so verkehrt ist die eigentlich gar nicht. Nur ich glaube, die Animation ist ein bisschen gut. Hier auf der Pistole ist es nice. Aber die Animationen sind ein Tick zu schnell, finde ich persönlich. Minimal zu schnell. Ja, wie gesagt, da muss halt jeder selber wissen, was er da tut, ob er da zuschlägt oder nicht. Es sind halt 500 V-Bucks, aber für unsere Rette die Weltspieler dürfte das ja eigentlich kein Problem sein. Also wenn euch das Ganze gefällt, einfach zuschlagen. Dann gehen wir hier direkt an den Anfang. Die Magengranate. Ah ja. So nennen wir ab sofort unser Essen. Magengranate. In zwei Varianten. Ich persönlich finde, naja, ihr denkt dran, ihr seht den Skin immer von hinten, aber beide Varianten, naja, 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 ja, na. Das Problem ist, ich finde persönlich die Augen da oben drauf, das sieht irgendwie ganz crazy aus. Das sieht eher aus wie so eine verkappte Eidechse. Die Zunge sieht aus, ja, zu der Zunge sagen wir besser gar nichts. Das sieht so aus nach dem Motto, ja, da müssen wir noch was hinmachen. Da passt es hin. Da hätte ich das Stück Fleisch hätte ich besser da unten hingemacht. Also der Skin sieht schon irgendwie abgeranzt und eklig aus in meinen Augen. Aber da sind die Geschmäcker natürlich auch wieder verschieden. Dann haben wir natürlich dabei die Treibhaus Tomate. Also im Gegensatz zum Burger sieht die Tomate dann doch deutlich freundlicher und auch besser aus, finde ich persönlich. Natürlich auch mit dem passenden Rückenaccessoire, zwar gut, das kann man in meinen Augen komplett weglassen. Aber der Skin an sich, würde ich sagen, der geht doch relativ klar. Also wenn, dann würde ich halt, ja, doch, dann würde ich, also wenn, weil die Frage kam schon mal auf, lieber Tomate oder Burger, also da treffe ich diesmal wirklich meine Entscheidung, dann lieber Tomate. Also Tomate sieht deutlich besser aus. Weil wenn wir jetzt mal nochmal zu kurz zurückgehen, bam, bam, bam. Wenn wir das jetzt mal so vergleichen, dann definitiv Tomate, weil hier ist einfach in meinen Augen kein Gesicht. Das ist einfach nur hingerotzt. Dann der Stachelklatscher. Ja, ist der Ton wieder leise. Ich sage, ich vergesse immer wie. Nee, der Ton ist nicht leise. Ah ja. Schön das Brutzelgeräusch noch dabei.
Und natürlich rostiger Pizzaschneider auch wieder da. Aber halt 800 V-Bucks. Und ich habe schon gemerkt, ihr werdet langsam geizig, was Pickaxe betrifft. Also 800 V-Bucks für eine Pickaxe, naja, da ist halt echt die Frage, ob man sie halt wirklich braucht. Aber man sieht sie eigentlich am meisten vom Spiel. So, das war wie immer ein kleiner Hatschi. Wie immer, wenn ich eine Aufnahme habe, ich muss immer mindestens einmal niesen morgens in der ersten Aufnahme. So, und dann haben wir hier, genau, die freche Wurst ist wieder da. Gefällt mir immer noch. Also der Skin mit von den ganzen Fantasie-Skins ist es eigentlich mit der fresheste. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sehen den Skin von da. Ja, naja. In-game sieht der natürlich so deutlich besser aus als so von hinten. Aber was hätten sie da auch anders machen sollen? Ein Brötchen ist von hinten angeröstet. Ja, die Arme sind halt so. Also von vorne sieht er deutlich besser aus. Und wenn mit Kopfbedeckung. Ohne Kopfbedeckung, naja. Ja, als hätte einer das Toupet geklaut. Und dann gehen wir direkt weiter. Die Cobra ist wieder da, beziehungsweise Cobra. Der Skin gefällt mir wirklich. Also das wäre ein Skin, den würde ich sogar spielen. Aber ja, doch, der geht definitiv klar. Das Rückenaccessoire war auch nice mit dieser Skelett. Warte mal. Nee, das ist nur die Verpackung quasi. Also die, oh, wie nennt man das denn nochmal? Ach, jetzt kommen die Schlaubmeier unter euch. Wie nennt man das, wo das Schwert reinkommt? Schafft? Nein. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber an sich, der Skin ist echt spielbar. Also bei dem Skin kann man wirklich nichts verkehrt machen. So sieht er nice aus. Von vorne, finde ich, sieht er relativ nice aus. Die Augen, sieht man das von hinten? Ja, doch, von hinten sieht man es ganz leicht. Dann hier hinten, Gott, das habe ich jetzt erst gesehen. Ah ja, wächst da was aus dem Knieschoner. So, dann haben wir Fokus wieder mit drin. Ist, finde ich, auch ein schöner Skin. Aber 1200 V-Bucks, ja, das hätte auch ein 800 V-Bucks Skin sein können, ganz ehrlich. Aber so an sich natürlich nice. Dann haben wir Handzeichen. Ah ja. Dann haben wir die Krabbe. Dann haben wir noch Knochenfänge. Ganz einfach, wenn ihr euch natürlich den Skin holt, müsst ihr euch rein theoretisch auch die Knochenfänge holen. Weil das passt einfach dann perfekt zusammen. So, dann etwas ganz Besonderes. Wir haben ein 200 V-Bucks Emote mit Tanz, Musik und das für 200 V-Bucks. Ich habe das Video schon dazu gleich hochgeladen, also gönnt euch die 15 Minuten, lasst ein bisschen Liebe da, Support ist kein Mord, ihr wisst es ja. Also für 200 V-Bucks echt nice. Erinnert mich so ein bisschen an Monte, weil der tanzt auch so in Anführungszeichen komisch. Monte ist nicht der Tänzer, aber das passt irgendwie zu ihm. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Denkt dran, guckt nach dem Creator Code, vergesst es bitte nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das schon mit dem normalen Shop. Wir gehen ganz schnell rüber zu Rette die Welt. Aber da habt ihr bestimmt schon im Titel gesehen, da muss ich euch heute leider enttäuschen. Denn es gibt heute keine V-Bucks-Mission. Wäre auch zu schön gewesen, gestern eine. Schon lange her, dass wir 2-3 Tage hintereinander welche bekommen haben. Geschweige denn 2 an einem Tag. Wir gucken aber gerade schnell, was noch im Lama-Shop drin ist oder was sich sonst noch wo getan hat. So, Ladebildschirm, man kennt es. Komm, Attacke. Wir haben keine Zeit, wir haben gleich 6 Uhr. Ich muss auf die Arbeit. So, hallo. Ah, noch 2 Tage, gibt es wieder schön 150 V-Bucks. Ah, meine Lamas halten auch nicht mehr lange. Ba-ba-ba-ba-bam. So, was haben wir im Lama-Shop drin? Lama-Shop? Hallo? Ein Upgrade-Lama, nichts Besonderes. Dann allerlei Lama. Ja, aber da ist auch in meinen Augen nichts Besonderes drin, außer der eine legendäre, aber dafür 1000 V-Bucks, beziehungsweise 1500. Naja, hier fehlen uns immer noch 230 Gold. Aber ich denke, oh, da ist ja noch einer. Oh, lol, das habe ich gar nicht gesehen.
Da sind auch. Oh, ich glaube, ich muss mal einen Tag wirklich wieder die Welt durchsuchen. So, mehr haben wir hier leider nicht mehr. Ihr seht, ich bin kurz vor Level 102, aber es wird natürlich immer schleppender, ihr wisst es ja. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Danke, wer bis jetzt da war. In dem Sinne, haut rein.